Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwei Tage nach dem gewaltsamen Ende des Moskauer Geiseldramas hat Präsident Putin ein hartes Vorgehen gegen den Terrorismus angekündigt. Russland werde mit gleichen Mitteln zurückschlagen, wenn es mit Massenvernichtungswaffen bedroht werde, sagte Putin. Über allem Lande wurde heute der Opfer der Geiselnahme in dem Moskauer Musicaltheater gedacht. Unklar ist noch immer, welches Gas bei der Befreiung der Geiseln eingesetzt wurde. Halbmast über dem Kreml, zwei Tage nach dem Ende des Geiseldramas herrscht Staatstrauer in Russland. Wir konnten nicht alle retten, vergebt uns. Putins Worte prangen überall in der Stadt. Im Kreml heute weniger versöhnliche Töne. Der Präsident stellte die Geiselnehmer in Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus. Wo auch immer Sie und Ihre Komplizen sich aufhalten, ich betone, egal wo Sie sind, Russland wird antworten. Und sollten Sie Massenvernichtungswaffen einsetzen, werden wir mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Vor dem Musicaltheater legen Sie Blumen ab. Die Moskauer trauern um die vielen Toten. Jeden von uns hätte es treffen können. Die Menschen waren doch völlig unschuldig, heißt es immer wieder. Nein, ich kenne keines der Opfer, sagt sie, aber dieses Leid geht uns doch alle an. Wir fühlen doch mit den Müttern, die ihre Kinder verloren haben. Das ist doch das Mindeste, was wir tun können. Sie haben sich wieder. Viele der Geiseln wurden heute aus den Krankenhäusern entlassen. Offenbar hatten die meisten die Anweisung bekommen, keine Interviews zu geben. Noch immer arbeiten Ermittler in den Krankenhäusern. Doch es gibt auch immer noch Angehörige, die nichts über das Schicksal ihrer Kinder oder Freunde wissen. Immer lauter wird deshalb die Kritik an der Geheimniskrämerei der Behörden. Die hatten zwar eingeräumt, dass fast alle Opfer an den Folgen des Gaseinsatzes gestorben waren, über die Art des Gases aber gibt es nach wie vor keine Auskunft. Auch der Münchner Toxikologieprofessor Zielke hat keine Hinweise, welches Gas in Moskau verwendet wurde. Er behandelt die beiden befreiten Geiseln aus der Bundesrepublik. Nach seinen Worten haben sie den Gaseinsatz ohne bleibende Schäden überstanden. Zielke schloss aus, dass Nervengas benutzt wurde. Entgegen ersten Vermutungen habe es sich wahrscheinlich auch nicht um Lachgas gehandelt. Die Europäische Union hat das für Mitte November geplante Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Putin von Kopenhagen nach Brüssel verlegt. Putin hatte zuvor mit einem Boykott des Gipfels in der dänischen Hauptstadt gedroht, weil sich dort zurzeit Exil-Tschetschenen mit Vertretern europäischer Staaten treffen. Moskau lehnt Gespräche mit den Tschetschenen ab und wirft der dänischen Regierung vor, sich zu Helfershelfern von Terroristen zu machen. Der Präsident des EU-Konvents, Giscard d'Estaing, hat heute in Brüssel den ersten Entwurf für eine Verfassung der Europäischen Union vorgelegt. Er betonte, bei der Vorlage handele es sich lediglich um das Gerüst. Die Inhalte müssten nun vom Konvent erarbeitet werden. Die Verfassung soll unter anderem die Kompetenzen zwischen der EU und den Mitgliedstaaten nach der Osterweiterung festlegen. Als Vertreter der Bundesregierung nahm erstmals Außenminister Fischer teil. Jetzt schickt also auch die Bundesregierung ein hochrangiges Regierungsmitglied in den Europäischen Verfassungskonvent. Dessen Präsident, der frühere französische Staatschef Giscard d'Estaing, legte zum ersten Mal einen Entwurf, ein Gerüst für die neue Verfassung vor. Die Zukunft Europas, die Zusammenarbeit in der erweiterten EU wird also konkret. Der Konvent kommt jetzt in die Entscheidungsphase. Es ist ein wesentlicher Baustein der Erweiterung der Europäischen Union, nämlich die innere Handlungsfähigkeit und gleichzeitig die stärkere demokratische Gründung dieses erweiterten Europas durchzusetzen. Das Europaparlament soll deutlich mehr mitbestimmen können, beispielsweise beim großen Posten Agrarhaushalt. Außerdem soll Europa ein Gesicht bekommen, einen Präsidenten. Die jetzige halbjährliche Rotation der Ratspräsidentschaft ist unmöglich beizubehalten in einem Europa mit 27 Mitgliedern. Ein Präsident könnte die gleichen Funktionen erfüllen wie die jetzige Ratspräsidentschaft. Doch die Dauer seiner Amtszeit muss länger sein, nicht einfach nur 6 Monate. Viele Länder lehnen das ab. Sie wollen auch in Zukunft mitregieren. Die meisten Entscheidungen sollen zudem im Mehrheitsprinzip gefällt werden, sonst droht der Stillstand. Die EU-Erweiterung ist so gut wie klar. Der Verfassungskonvent steht jetzt unter noch größerem Druck, für das künftige Europa endlich klare Grundlagen zu schaffen, die dann der normale Bürger auch noch nachvollziehen kann. Außerdem geht es ums Machtgefüge. Da will die Bundesregierung deutlicher mitreden als bisher.
Die Berliner Regierungskoalition will trotz zahlreicher Änderungswünsche aus den eigenen Reihen an ihren Sparbeschlüssen festhalten. Der Kurswechsel bei Unternehmensspenden soll die Ausnahme bleiben, teilten Vertreter von SPD und Grünen heute mit. Hintergrund sind die jüngsten Diskussionen über die Eigenheimzulage und die Besteuerung von Dienstwagen. Rot-Grün macht die Schotten dicht. Das Sparpaket soll nicht weiter zerredet werden. Wenn es nach dem SPD-Parteichef geht, dann wird seine Kursänderung bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Firmenspenden die einzige Ausnahme bleiben. Alles andere soll im vollen Umfang durchgesetzt werden, auch die geplante Reduzierung der Eigenheimzulage. Im Kern bleibt es bei dem, was aufgeschrieben ist, bei den Maßnahmen, die nötig sind. Das gilt auch für die Eigenheimzulage, das gilt auch für andere Dinge, die schwerwiegend sind, aber das gilt eben auch für die mit den breiteren Schultern, die auch ihren Teil beitragen müssen. So sehen es auch die Grünen. Sie wollen den Eindruck eines Schlingerkurses vermeiden und lehnen eine Änderung der Vereinbarungen ab. Wer dieses Paket aufschnüren will, der muss Gegenfinanzierungsvorschläge vorlegen. Das ist mir bisher überhaupt nicht bekannt. Besonders im Gesundheitsbereich muss gespart werden. Beim Stabwechsel im Ministerium für Arbeit und Soziales bestätigt die Ministerin, dass zum 1. Januar ein Eilsparpaket wirksam wird. Kassen sollen Medienberichten zufolge weniger Sterbegeld zahlen. Heil- und Hilfsmittel wie Krücken oder Massagen können dann angeblich nicht mehr frei vom Patienten ausgesucht werden. Kommende Woche werden Sie alles auf den Tisch bekommen und dann können Sie es auch berichten und dann schwarz auf weiß. Ein Einsparvolumen von 3 Milliarden Euro wird vom Ministerium nicht bestätigt. Doch die Marschrichtung ist schon jetzt vorgegeben. Die geplante Gesundheitsreform, so heißt es nämlich im Präsidium, bedeutet im Wesentlichen eines, den Kampf mit den Gesundheitslobbyisten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober zum 5. Mal in Folge verschlechtert. Das ergab der heute veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex für Westdeutschland. Er gilt als wichtiger Frühindikator. Zwar schätzen die Unternehmen ihre aktuelle Lage etwas besser ein, doch ihre Zukunft sehen sie pessimistischer als im September. Bei dem ersten schweren Herbststurm in diesem Jahr sind in Deutschland mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Vielerorts gab es ein Verkehrschaos. Bei der Bahn saßen zehntausende Menschen in den Zügen fest. Einige Strecken sind noch immer gesperrt. Der Schaden ist noch nicht abzuschätzen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Ein Toter und 2 Schwerverletzte allein bei diesem Unfall zwischen Greifswald und Neubrandenburg. Orkan Jeanette hatte ein Auto mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Folge: ein Frontalzusammenstoß. Auch in anderen Teilen Deutschlands wütete das Sturmtief und riss viele Bäume um. Die Feuerwehr musste deshalb immer wieder eingeschlossene Autofahrer befreien. Viele kamen wie durch ein Wunder mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon. So sah es in Rostock aus, als Jeanette durch den Hafen stürmte. Viele Leinen lösten sich, einige Boote schlugen sogar Leck und sanken. Mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde fegte das Tief über Deutschland hinweg. Zeitweise fiel in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern der Strom aus. Wie hier in Nürnberg musste die Feuerwehr vielerorts Baugerüste sichern. Insgesamt rückten mehr als 150.000 Helfer aus. Glück im Unglück für die Reisenden in diesem Regionalexpress auf der Strecke Lübeck-Kiel. Der Zug war auf einen umgestürzten Baum geprallt und entgleist. Alle 25 Fahrgäste sind unverletzt. Die Bahnstrecke bleibt noch bis Freitag gesperrt. Zu einem spektakulären Sturmschaden kam es in diesem Windpark im Kreis Vechta. Hier hat eine Böe ein 70 Meter hohes Windrad samt Betonfundament einfach umgekippt. Orkan Jeanette, der erste schwere Herbststurm in diesem Jahr. Auch im europäischen Ausland tobten die Herbststürme. Vor allem betroffen war Großbritannien. Dort starben 9 Menschen. Der Orkan war so heftig, dass Flugzeuge wie von Geisterhand bewegt wurden. Der Sachschaden wird auf 50 Millionen Pfund geschätzt. Zu den orkanartigen Stürmen bringt das erste einen Brennpunkt nach dieser Tagesschau. Zum ersten Mal seit Ende der Militärdiktatur hat Brasilien einen linksgerichteten Präsidenten. Der ehemalige Gewerkschaftsführer Lula da Silva gewann in der Stichwahl rund 61,5% der Stimmen. Er ist angetreten, die Wirtschaftskrise des Landes zu überwinden. Hunderttausende Brasilianer feierten im ganzen Land sowie hier in Sao Paulo den Sieg der Arbeiterpartei. Ihr Führer Luiz Inácio da Silva, genannt Lula, wird Präsident Brasiliens. Er gilt für viele als Hoffnungsträger in der derzeitigen Wirtschafts- und Sozialkrise.
Die Wahlen fanden vor dem Hintergrund wachsender Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität statt. Angesichts vorausgegangener Attentatsversuche patrouillierten am Wahltag Zehntausende Sicherheitskräfte auf den Straßen. Vor 2 Stunden gab Lula der Presse seine erste politische Erklärung als gewählter Präsident ab. Die Mehrheit der brasilianischen Gesellschaft, sagte er, hat sich für ein neues wirtschaftliches und soziales Modell entschieden, das Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Entwicklung sichert. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen und Einkommen verteilt. Lula hat Millionen von Arbeitsplätzen versprochen, die Bekämpfung des Hungers und die Anhebung der Mindestlöhne. Aber Brasilien ist hoch verschuldet. Der Internationale Währungsfonds fordert einen Sparkurs und die Landeswährung befindet sich auf Talfahrt. Lula wird in den nächsten Monaten, bevor er Wohltätigkeiten verteilen kann, vor allem eine Finanzkrise zu meistern haben. In der FDP-Spendenaffäre um Jürgen Möllemann weitet die Partei ihre Nachforschungen auf den gesamten Landesverband in Nordrhein-Westfalen aus. Wie Bundesschatzmeister Rex Roth mitteilte, sollen sich die Prüfungen zunächst auf 2 Kreisverbände konzentrieren, in denen FDP-Kandidaten für die Bundestagswahl Barspenden von Möllemann erhalten haben sollen. Berichte über Schwarzgeldkassen der Landespartei nannte Rex Roth Spekulationen. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat in Neuruppin der Prozess gegen Frank Schmökel begonnen. Dem 40-jährigen psychisch kranken Sexualstraftäter werden Mord und 3-facher Totschlag vorgeworfen. Schmökel war vor 2 Jahren bei einem Hafturlaub geflohen. Dabei hatte er seine Mutter und 2 Pfleger schwer verletzt. Außerdem erschlug Schmökel während seiner 13-tägigen Flucht einen Rentner. Im Mittelpunkt des jetzigen Verfahrens steht die Frage nach der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Mehr zu dem Schmökel-Prozess in Report Mainz um 21.15 Uhr. Mehr als 3 Jahre nach dem Anschlag auf eine Diskothek in Merseburg ist der Bombenbauer, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, zu einer Haftstrafe von 5 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Bei dem Anschlag wurden 20 Menschen verletzt, einer jungen Frau mussten beide Unterschenkel amputiert werden. Hintergrund der Tat sollen Streitigkeiten im kriminellen Milieu gewesen sein. Das Urteil gegen einen 2. Mann, der als Drahtzieher gilt, steht noch aus. Im Steuerprozess gegen den früheren Tennisprofi Boris Becker bleibt es bei einer Bewährungsstrafe. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht, wie sie heute mitteilte, nicht in Revision. Becker war in der vergangenen Woche wegen Steuerhinterziehung zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und 500.000 € Geldstrafe verurteilt worden. In Hamburg ist heute die 4. Röhre des Elbtunnels für den Verkehr freigegeben worden. Damit soll ein Nord-Süd-Nadelöhr beseitigt werden. Allerdings werden jetzt die 3 alten Tunnelröhren saniert. Erst Ende 2003 wird die Elbunterführung der A7 dem Verkehr vollständig zur Verfügung gestellt. Gestern hatten etwa 250.000 Menschen den rund 3 Kilometer langen Neubau zu Fuß erkundet. Auf Sizilien mussten heute mehrere Touristenregionen gesperrt werden, nachdem seit gestern der Vulkan Ätna wieder aktiv ist. Die Schulen an der Ostküste der Insel wurden geschlossen. Der Flughafen von Catania bleibt gesperrt. Bei aller Gefahr ist es wieder einmal ein grandioses Spektakel, das der Ätna derzeit inszeniert. Bis zu 200 Meter schießen die Eruptionen in den Himmel. Auf einer Höhe zwischen 2300 und 2700 Meter entstanden zahlreiche neue Krater, aus denen die Lava Richtung Tal fließt. An manchen Stellen ist der Strom 400 Meter breit und 6 Meter hoch. Gleichzeitig bringt der Ätna mit immer neuen Stößen die Region zum Beben. Die Seismologen haben eine Stärke von 3,1 auf der Richterskala gemessen. Mit Baggern und anderem schweren Gerät versuchen die Vulkanologen und Spezialisten des Zivilschutzes, den Lavastrom an den Häusern vorbeizulenken. Zurzeit sind noch keine Dörfer oder Städte bedroht, doch verregnet, und zwar mit Asche. In Catania schützen sich die Menschen mit Regenschirmen. Die Vulkanologen befürchten, die derzeitigen Eruptionen könnten Vorboten eines großen, verheerenden Ausbruchs sein, mit dem sie schon seit langem rechnen.